Ein starkes Leistungspaket der SGS. Retail Network Solutions, exakt zugeschnitten für den Automobilfachhandel. Die SGS ist das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. Damit Händler und Reparaturbetriebe langfristig erfolgreich wirtschaften und Vorgaben der Hersteller optimal umsetzen, geht es in unseren Audits nicht nur um nackte Zahlen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Man wird eingearbeitet in einen Bereich und irgendwann hört man auf, Dinge zu hinterfragen. Dabei sollte doch das ein oder andere durchaus anders gemacht werden, oder? Ja, immer hinein in die gute Stube. Treten Sie ruhig näher, wenn Sie sich trauen. Seien Sie herzlich willkommen in unserem Autohaus. Wir sind einfach unabhängig und wir können ein Stück weit anders im Handel auftreten, als dass es der Hersteller selbst kann oder könnte. Es wird gut angenommen. Das ist ja so, dass ein Händler angeschrieben wird, dass ein Audit ansteht, egal welcher Art. Und das löst in den wenigsten Fällen Freude aus beim Händler. Also ganz im Gegenteil. Oh, da ist er schon. Und da? Ja. Ja, das sieht ja nett aus. Ja. Gut. Alles vorbereitet? Alles bestens. Ja. Gut. Ja. Dann gehe ich mal, ne? Würde ich auch sagen, ja. Also so ein Start im Audit ist oftmals eine ganz paradoxe Situation. Alle Mitarbeiter sind ganz furchtbar freundlich zu uns, ohne sich tatsächlich zu freuen. Guten Morgen. Schön hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Wetter haben Sie mitgebracht. Meine Assistentin. Hallo. Hallo. Gut, dass wir endlich einen Termin gefunden haben, ne? Das war ja ein bisschen schwierig. Warum hat das so lange gedauert denn? Viel zu tun. Ja, ja. Dann kommen Sie rein, dann zeige ich Ihnen alles, ja? Bitte. Naja, Sie sehen ja, das muss alles anders. Ja? Aber wenn man mal mit Veränderungen beginnt, dann sieht jedes anders ja anders aus wieder. Deshalb, ich bin so froh, dass Sie da sind, wirklich. Bauchfahrzeuge, Bestand. Haben wir dort im Pavillon, ja, Werkstatt. Ah, Herr Hoffmann, Werkstatt haben wir da können Sie vom Boden essen, das ist kein Witz. Ganz wesentlich ist, dass der Händler spürt, dass wir die gleichen Erfahrungen in unserer Vergangenheit selber gemacht haben. Das kenne ich alles ziemlich gut. Du hast auch im Autohaus gearbeitet? Einer von uns? Dass er merkt, hey, der Auditor, der gerade vor mir steht, der ist selbst mal in der gleichen Situation gewesen, wie ich es heute bin. Und der hat Verständnis dafür. Der weiß, was so ein Audit auf Händlerseite bedeutet. Oh, schon da? Unser Empfang. Empfang? Welcher Empfang? Ach so, ja, das gute Stück ist unser Empfang. Ich bring sie da mal weg. Und von dem Moment an macht es dann auch Spaß. Irgendwie, irgendwas stört mich. Das ist sicherlich einer der am häufigsten gestellten Fragen in einem Audit. Warum macht ihr das so? Und das ist eher Regel als Ausnahme, dass dann als Antwort kommt, weil es schon immer so war. Wenn ich das so sagen darf, ist das sicherlich die Herausforderung für den Hersteller, der zentralseitig seine Händler bewertet, einschätzt und sieht. Ist gut gegangen, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Und wir sind letztendlich die Augen im Feld. Bis bald.